Sehr geehrte Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich sehr, dass wir an dieser Stelle, und ich glaube, es ist sogar erstmalig so, eine Situation haben, wo wir über die Situation in der Pflege, und zwar in der Krankenpflege und in der Altenpflege, reden, mit dem eindeutigen Willen, der von allen Beteiligten hier im Parlament hier vertreten und geäußert wurden, zu sagen, wir müssen etwas tun und wir müssen etwas sofort tun. Und das ist etwas, wo ich sagen würde, auch an die Wählerinnen und Wähler, wählen lohnt, denn es zeigt, dass Druck gemacht worden ist. Druck über die Gewerkschaften, Druck über die vielen Initiativen, Pflege am Boden und andere, die deutlich gemacht haben, es ist höchste Zeit. Und das muss man tatsächlich auch den Vertreterinnen und Vertretern der Großen Koalition nach 4 Jahren vorwerfen. Sie haben zwar wirklich viel bewegt. Sie haben viele Pflegestärkungsgesetze auf den Weg gebracht. Sie haben eine umfangreiche Krankenhausreform auf den Weg gebracht. Aber die Situation der Arbeitskräfte in der Pflege, die hat sich nicht wirklich entscheidend geändert. Und das muss man nüchtern feststellen und wirklich sagen, da haben wir Handlungsbedarf. Und genau das zeigt sich ja deutlicher denn je. Und jetzt haben wir natürlich, wir haben zwei Anträge vorliegen, die auf der einen Seite auf das Problem hinweisen und bestimmte Lösungen aufzeigen. Jetzt werden wir uns über alle Fraktionen hinweg wahrscheinlich nicht auf alle dieser Lösungsinstrumente verständigen können. Aber es deutet sich doch an, dass wir auf der einen Seite ein Sofortprogramm in der Altenpflege brauchen, dass wir ein Sofortprogramm in der Krankenpflege brauchen, und zwar beides mit einem großen Umfang. Es muss jeweils um einmal 25.000 in der Krankenpflege gehen. Es muss um eine richtig große Anzahl in der Altenpflege geben, die dort ankommen und wirklich ankommen in der praktischen Arbeit. Und das muss sicher, stabil und verlässlich finanziert werden, damit wir auch sicher sind, dass diese Entlastung kommt. So, und wenn wir da sind und gleichzeitig sagen, diese Sofortprogramme, die können nur ein Vorgriff sein, weil sie nicht regelhaft sind, sondern wir brauchen ja eine nachhaltige Lösung, dann brauchen wir ergänzend verbindliche Personalbemessungssysteme im Krankenhaus und in der Altenpflege. Und da helfen und reichen die Untergrenzen in pflegesensiblen Bereichen im Krankenhaus nicht aus. Und es reicht auch nicht zu sagen, für die Pflege, wir werden das mal, für die Altenpflege, wir werden das mal entwickeln und dann müssen wir mal gucken, ob wir das bundesweit durchgesetzt kriegen. Nein, wir brauchen ein klares Signal, die klare Bereitschaft von Seiten der Politik. Wir sorgen durch normative, gesetzliche Rahmenbedingungen dafür, dass die Arbeitsbedingungen in der Pflege stimmen. Und das sind wir den Pflegekräften schuldig, auf der einen Seite, die heute motiviert und in der Regel auch davon reden, dass sie einen sinnstiftenden Beruf haben, trotzdem diesen Beruf im Schnitt in der Krankenpflege bei 13 Jahren, in der Altenpflege nach 8 Jahren verlassen, wo sie sagen, ich kann diesen Beruf nicht weiter ausüben, obwohl ich ihn liebe. Das muss uns zu denken geben. Das muss für uns ein Warnzeichen sein, endlich und schnell zu handeln, weil wir können uns dieses aus verschiedenen Gründen, diesen Notstand nicht leisten. Aus den Gründen der Patientensicherheit nicht, aus den Gründen der Pflegequalität nicht. Und wir können es uns nicht leisten, weil wir wissen, wir brauchen mehr Fachkräfte, nicht weniger, sondern mehr. Wir werden noch viel, viel mehr gewinnen müssen für diesen Zukunftsberuf. Und dafür brauchen wir attraktive Bedingungen, familienfreundliche Bedingungen und natürlich gerade in der Altenpflege eine Bezahlung, die stimmt, die annähernd dem, was man an Leistungen dort bringt, gerecht wird. Und davon sind wir heute weit, weit, gerade in der Altenpflege entfernt. Da muss ich was tun. Da gehört auch dazu, in Richtung FDP, dass wir uns stark machen für einen allgemeinverbindlichen Tarifvertrag. Das machen wir aber dann in der nächsten Debatte. Dass wir auch versprechen können, dass die Bedingungen stimmen in der Pflege. Und das wäre doch mal ein schönes gemeinsames
Projekt für alle Beteiligten hier im Parlament, weil wir alle wissen, von Pflege profitieren wir alle und die haben wir auch alle nötig. In dem Sinne, gute weitere Beratung. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollegin Klein-Schmeink. Nächster Redner, jetzt muss ich es richtig aussprechen, Erich Irlstorfer für die CDU-CSU-Fraktion.